Gott, ich habe meine schlimmsten Albträume gegen Yoshi in Smash 4 gehabt. Da, ich weiß noch genau. Es war mein Match und dann werde ich gespiked an der Kante, weil ich zu lange hingeblieben ist und er macht so einen Shot-Up fair und hab mich mit dem Kopf an der Kante bei 60 oder so und er hatte 100 irgendwas und es waren nur noch so 20 Sekunden auf der Uhr. Ich hätte einfach nur chillen müssen und ja, Timeout. Ja. Ach Gott, okay, jetzt sehen wir DD. Das ist eigentlich ganz geil, glaube ich, zu sehen. Du ziehst ab, Kang. Hau rein. Ich komm mal wieder die Tage rum. Ja, also ich glaube, DD hat relativ wenig Bock auf das Match. Aber ich glaube, das liegt nicht nur an Samus, vor allem eher an Quick. Der hat gerade gesagt, ja, natürlich. Der hat gerade gesagt, so, weil er hat vorher, normalerweise wäre das eigentlich Quick gegen Meutrich gewesen. Oh, okay. Ja. Aber er hat gegen Meutrich gewonnen. Und jetzt sagt er. Nee, ja, ja, den hat gegen Meutrich gewonnen. Und jetzt sagt er, okay, meine Belohnung ist nicht damit von Quick zerfetzt werden. So, scheißegal, dann geh ich halt eine Runde später als Losers. Ja, das ist ja, Mann. Aber ich finde das allein schon krass, wie Samus mit dieser unglaublichen Red Rage einfach gegen DDs Inhale. Einfach durchkommt. Einfach durchkommt. Ja, Mann. Er kam noch nicht einmal ran. Jedes Mal, wenn er den Sack so ein bisschen Misspace macht, dann grab. Ja, Mann. Er kann auch einfach. Nee, Charge hat geht nicht, gell? Weil er wird direkt zurückgeschossen. Ja, okay. Oh! 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 Scheiße, Alter. Der hat ja noch 91% gefressen, der Quick. Oh ja, oh mein Gott, mir war ja auch. Und es waren 180 oder so. Guck mal, das waren gerade 1, 2, 3, 4. Ach, was ist denn das? War das gerade 4 Abwehr? Mindestens, warte mal, 1, 2, 3, ja, 4 Abwehrs. Und dann noch ein Abwehr. Oh Gott, ey. Ja, ja. Ist so gut. Und es tut zu sehr weh mit Samus. Entweder du frisst 30% oder du stirbst. Ja. Da gibt's keine. Ja. Du willst wirklich nicht der Gegenspieler von dir. Auf keinen Fall. Das ist einfach nicht Spaß. Hast du mal gemacht? Ja, ich hab schon mal gemacht. Geil, oder? Bald du ein Ledge bist, hab ich das Gefühl, hast du verloren. Die Runde ist zu Ende, so ist wirklich so. Er muss schon. Deswegen, die Taktik ist, geh niemals offstage einfach. Werd nicht offstage geworfen, so. Ja. Dann hast du eine Chance. Ah, das klappt nicht gegen Quick. Guck mal, der DD denkt, dass der Gegner. Der denkt, der spielt gegen mich. Ja, genau, richtig. Er denkt so, er spielt gegen so. Er ist richtig gut gegen die ganzen Low- und Mid-Level-Spieler. Ja. So, weil darauf fallen die drauf rein. Ja, er weiß es richtig gut auszunutzen. Genau, genau. Er nutzt diese ganzen Fehler von Anfängern aus, aber gegen gute Spieler muss er sich was Neues einfallen lassen. Die Frage ist, kann man mit DDD überhaupt sich so viele Sachen einfallen lassen? Guck mal, schon wieder, als ob Quick jetzt reinrollen würde. Das wäre das Einzige, was er gepunished hat, war die Rollereien gerade. Ja. Und er ist hart committed da drauf. Ja, aber ist auch die Frage, zu dem Zeitpunkt braucht er halt irgendwie auch so Hard Reads. Ja, aber. Also, es ist natürlich risky, aber. Das Ding ist. So, zu dem Zeitpunkt, wenn er es. Stimmt auch. Musst du halt auf ein paar krassere Reads haben. Ja, aber ein bisschen krassere noch. Also, DD muss auf jeden Fall noch ein paar krassere Reads rauspacken. Ja, noch von welchen, die auch mal stimmen. Immer dasselbe. Guck mal, das macht er, siehst du? Er drückt Neutral B, er cancelt das mit Schild. Er drückt Neutral B, er cancelt das. Er will, dass der andere seinen Suck-Move einsetzt, damit er grabben kann. So. Er zwingt ihn dazu. Hier, so. Macht ihn nervös. Ja, okay. Ja, wie kommt ihr denn da? Mit DDs Reflektor, selbst wenn er was einsaugt, ist es so langsam. Richtig. Meistens so. Richtig. Das heißt, er muss sich eigentlich was Neues ausdenken, weil das klappt gerade nicht. Sein Plan von wegen, ich bleib hinten und saug seine Schüsse ein, das ist kein guter Plan. Nee. Selbst eben! Ja, das ist unglaublich. Oh. Schon wieder. Und jetzt könnte er Upthrow killen? Ja. Sogar gegen DDD. Krass. Es hätte einfach niemals gebufft werden dürfen, Sakurai. Was hast du denn da dabei gedacht? Den Upthrow, ja. Nein, war es nicht nötig. Weißt du, wie früh Schick stirbt? Das ist so traurig. Ja, stimmt. Aber mehr als Schick, oder? Ich schätze schon, ja. Aber ich glaube nicht. Safe, es gibt nicht viele mehr. Weißt du nicht, das Tuning ist schwerer als Yankee. Echt? Ja, ist nicht so. Weil er so einen großen Kopf hat wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ein richtiger Wasserkopf. Hast du wenigstens Windbreaker gespielt? Leider nicht. Oh mein Gott. Ich spiel Toon Link und spiel kein Wind Waker, es geht nicht, oder? Ich hab Spirit Tracks gespielt, ja. Lach mal nicht. Okay, das hab ich nicht gespielt. Das kann sein. Ich hab's aber nicht ja, gespielt. Ich will unbedingt noch Wind Waker spielen. Ja, und halt das Problem ist, muss ich ehrlich sagen, seit Breath of the Wild released worden ist,
braucht man irgendwie kein altes Zelda mehr spielen, habe ich so das Gefühl. Weißt du, so die alten Zelda können nicht ankommen. Wind Waker ist krass. Die alten Zelda waren auch noch ganz anders. Also ja. Klar, Breath of the Wild ist geil, aber irgendwie eigentlich ist die meisten Zelda Spiele so eigentlich. Eigentlich schon. Eigentlich kann man alle noch spielen. Ja, das stimmt. Das Neueste, das stimmt. Stimmt schon. Oh, oh. Ja, schon wieder. Er saugt, er kriegt einen Grab. DDD, muss dir auch langsam mal selbst auffallen. Und auch nicht so viel... Was? Aber ganz böse. Aber selbst wenn es richtig ingeputtet wäre, wäre er gegrabt worden. Das klappt nicht. Viel zu viel. Er macht ja nichts anderes. Easy. Ist zu langsam, ist das dafür 110% schon so gut wie. Und jetzt wieder eine richtig scheiß Situation. 40% nochmal drauf. Gott. Das könnte killen. Das ist halt mies, dass der kleine Charge Shot in den Kill-Move kommt. Ja. Die Dash-Deck wurde im selben Patch gebufft. Wie abfuhr. Echt? Ja, ja. Richtig mies. Mhm. Ja gut, die kommt gar nicht rein. Boah, ja, aber egal, auch wenn er nach. Was hätten wir eben machen können? Das war egal. Das Problem ist, Quick ist so clean, dass viele Sachen einfach unavoidable werden, weil er einfach. Er kriegt die Execution, er kriegt das Timing. Ja. Ist ein, auf jeden Fall. Auch das. Näher zu Downtilt. Hat nicht funktioniert. Nichts funktioniert. Nee. Nichts funktioniert, absolut gar nichts. Ne. Und selbst wenn er im Neutral, guck mal, jetzt gerade ist eigentlich Neutral, aber trotzdem fühlt es immer so, als ob DLD ein Disadvantage wäre. Er muss nah rankommen, er ist zu langsam und zu fett, um wirklich nah ranzukommen. Oh Gott. Auf jeden Fall. Quick hält seine Distanz, charge. Man sieht mehr Quick chargen als irgendwas anderes. So, man sieht die ganze Zeit, wie er seinen Charge und auflädt. So. Ja, ich glaube, da ist keine Hoffnung mehr. Wird es ein 3-Stock? Ich denke schon irgendwie. Ich frag mich, ist das schon Best of 5? Nee. Schade. Obwohl, doch! Best of 5, da steht's. Ja, also, DD hat ja auch angefangen. Wolf zu spielen, ja. Stimmt. Vielleicht ist das ein Zeitpunkt? Wolf aus, ich weiß nicht. Also er sollte. Also auf jeden Fall besseres Matchup als DD. 100%. Alle. Weißt du, dass dein Wolf noch nicht so, also lange nicht da ist, wo sein DD ist? Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Trotzdem. Ich sehe das, ich sehe es nicht mit DDD. Ist wirklich so. Er wird komplett, er kommt ja gar nicht mehr rein. Vor allem das Ding ist, er wird. DDD ist immer noch so ein Tank, weißt du, man braucht immer 150, 160, fast 200%, aber er wird trotzdem gethreestockt, obwohl er sich so viel Schaden erlauben darf. Das kommt, er kommt nicht durch. Wechsel auf Wolf. Ich glaube, er macht's. Ich glaube, er wechselt, ja. Weil er sieht keinen Ausweg. Guck mal, wie er da... Er tut gerade so, als ob er überlegen würde, aber er lächelt, weil er weiß selbst, scheißegal, so. Also. Okay, die reden. Ach, ich glaube, er bannt gerade. Warum macht er sich überhaupt die Mühe zu bannen, der Marcel, Alter? Was soll das denn? Na, also. Und jetzt Wolf. Au, na. Ja. Er switcht. Jawoll, ich kenne mein DD. Okay, mal gucken, wie es läuft. Nice. Fängt schon mal gut an. Schön, erstmal ein Blaster offstage geschossen. Oh, okay. Er springt meiner Meinung nach zu viel. Ja, er könnte einfach mal ein bisschen mehr am Boden bleiben. Ja. Er geht unnötig in die Luft so und er holt ja nichts aus der Luft raus. Aha. Ja, geil. Ja. Oh, wenn es ein Spike gewesen wäre, wäre es fertig gewesen. Der Nautzmisch hätte gekillt. Das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Ja.
Und das DI war auch falsch, aber es war von dem Prozent. Das ist tot! Ja. Der Quick riecht die Angst. Er rennt auf ihn einfach, zu und er riecht. Ja, einfach weiter rennen so. Schöner Uptilt. Goofy würde jetzt sagen, das wäre sein Uptilt. Uptilt, nice. Ja, da musst du Reflektor machen, ne? Das wäre schon. Boah, böse, böse, böse. Schön. Er ist zurück, aber er ist wieder gejumpt. Er hätte einfach zu Boden bleiben müssen. Bisschen zu früh. Jetzt ist es wieder gefährlich. Schön. Aber er ist tot wahrscheinlich. Ja, der fährt so mächtig. Er kann das. Okay, krass. Schön, Alter. What the fuck. Ja, gell? Was war das denn für ein Upsmash? Du sagst es. Ich glaube, er ist einfach überfordert. Ja, okay. Oh, komm, ein Stock. Gib ihm einen Stock wenigstens. Komm. Ja, komm. Gib ihm F-Tilt. Gib ihm Bär. Gib ihm, gib ihm! Oh. Oh mein Gott! Er geht einfach. Er geht einfach. Zur anderen Seite des Stages. Macht nichts. Er hätte einfach nicht alles. Genau! Müssen. Runtergedrückt halten, ja. Er kriegt den Kill. Deins? So, dann bin ich kurz. Oh, er kriegt einen Stock! Jawoll! So, JV zählt. Alle wissen, JV zählt. Wenn du gejavied wirst, hast du keinen Stock genommen. Damit du das auch nochmal mitkriegst. Du musst 1% machen. 1%. Das kann ein Blaster sein, das kann so ein komischer Hit von einem Appi sein. Aber du darfst hier nicht rausgehen, ohne 1% zu machen. Nee! Nee! 150? Und? Und? Oh, JV zählt, Junge, du wurdest gefreestockt. Du wurdest gefreestockt. Gib's zu, DDD. Gib's einfach zu. Stark. Ja. Gegen Marcel sieht man halt einfach scheiße aus, muss man einfach sagen. Er hat einen Stock geholt.